Herzlich willkommen zurück bei Entschuldigung. Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Limbo. Teil 11 ist es, glaube ich. Ich habe eben gerade rausgefunden, nach einer Weile, wie ich hier dieses Glas kaputt machen kann. Und zwar so. Oh, zack und ja, der Vorführeffekt. Halt! Bleib hier. Oh, das reißt gleich, oder? Okay, ein Schlauch. Muss ich mal was machen? Was? Ja, gut. War ich hier nicht schon? Naja, ich hätte es logisch gefunden, wenn ich hierher gekommen bin. War ja auch von links. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es bei mir alles lange dauert, bis ich mal irgendwie ein Rätsel gelöst habe. Es würde mich auch mal interessieren, ob es bei euch etwas schneller geht oder ob es schneller gegangen ist, als ihr... Nee. Als ihr Limbo gespielt habt. Schreibt doch einfach mal was in die Kommentare. Also, wie findet ihr das, was ich hier mache? Seid ihr schneller gewesen? Stelle ich mich einfach nur unglücklich an, beziehungsweise ein bisschen lahmarschig? Es würde mich interessieren. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ich bin auch gespannt, ob überhaupt Kommentare kommen. Also, so viele habe ich auch noch nicht. Aber es würde mich halt mal interessieren, was ihr davon haltet, wie ihr das Ganze seht. Apropos sehen, ich sehe hier irgendwie nicht, wie es weitergeht. Da oben ist jetzt halt, hier ist ja das. Gut. Muss ich irgendwas noch besorgen? Kann ich hier irgendwas ziehen? Nee, das ist nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Die Eimer kann ich auch nicht mitnehmen. Ja, was ist... Muss ich da überhaupt hin? Ich kann ja auch mal nach rechts laufen. Ach ja. Ach, das schon wieder. Ach nein. Ich mag diese Schleimdinger nicht. Ach gut, ja. Auf ein neues. 3, 2, 1, Schleim im Kopf. Na, gut. So, jetzt läuft er wieder zurück. Irgendwie. Lauf mal ein bisschen schneller. Bestimmt dreht er gleich wieder um. Kann ich mir zumindest vorstellen. Ob so ist, weiß ich nicht. Im Moment noch nicht, aber es kann ja noch passieren. Da ist schon wieder Wasser. Ich glaube, durch Wasser drehen sich die Viecher ja mal um, oder? Nee. Oh, ein Abgrund. Ein Abgrund. Ich muss gucken, was ich mache. Da unten ist die Kiste. Gut, ja, ja, oh Gott, nein. Oh Gott, das... Gleich bin ich Moose. Ich sehe das jetzt schon. Ja. Nein, doch nicht. Muss ich denn tun? Muss ich irgendwas tun? Einfach weiterlaufen? Abwarten, was passiert? Jo. Mir bleibt ja auch nichts übrig. Was ist los? Oh Gott, nein! Oh, boah, Alter! Junge! Oh Gott, der ist hin. Oh nein, oh nein, oh nein! So,
irgendwie mal was schaffen hier. So, mal ein bisschen langsamer gehen, nicht so rennen, weil ich kann das Tempo ja auch verlangsamen. Kiste, Kiste, Kiste! Ja! Und da oben sind die Fressviecher. Zack! Schön! Hat auch relativ schnell geklappt, das wundert mich irgendwie. Aber was muss ich jetzt machen? Was muss ich tun? Was muss ich tun? Was muss ich tun? Hier runter? Nein. Ha! Oh. Ja. Lebe ich noch? Nein, ich lebe nicht. Scheiße, scheiße. Also, ich meine, verdammt, noch eins. Hab ich da jetzt irgendwas vergessen oder so? Ich kann doch nicht schon wieder runterspringen. Ist hier noch irgendwas? So, ich hoffe auch, dass mit der Lautstärke stimmt. Ich bin immer dabei, ein bisschen was herumzufummeln mit der Lautstärke, aber es will nicht so, wie ich das will. Also manchmal übertöne ich das Spiel, manchmal überspielt das Tön mich, ja. Übertönt das Spiel mich. Ja, was bleibt mir denn hier eigentlich anderes übrig, als da runter? Soll ich nochmal über die... Nein. Rübersprengen? Ist da denn noch irgendwas? Was? Knack, nein. Tja. Wie kann der die Lösung hiervon sein? Ich versuche nochmal hier rüber zu springen. Oh, der Fuß ist ab. Das hat nicht geklappt. Und nochmal. Mau. Oh. Ah, wow, wow. Nee, das wird so nichts. Das wird so nichts. Gut. Ich wünschte, ich hätte einen Plan B, aber... Ich habe nicht mal einen Plan A. Ich versuche einfach nochmal darüber zu springen. Ich weiß keinen Ausweg. Nein! Au! Verdammt doch eins! Das sollte eigentlich anders aussehen. Nämlich so. Ich glaube, das war auch scheiße. Zurück hier, oder? Da komme ich doch auch nicht nochmal an. Nee. Oh, tschüss. Knack. Ja, liebe Leute. Helft mir doch. Ach, verflucht, jetzt bin ich hier. Ich glaube, jetzt komme ich nicht mal mehr über diese... über diese Dinge jetzt hier rüber, oder? Scheiße gebaut. Kacke, die Kiste ist ja auch weg. Und da schaffe ich es im Leben nicht rüber zu springen. Nein. Nein und nein. Naja.
So eine Scheiße. Ich glaube das ja nicht. Der Hebel geht auch nicht nochmal hoch. Es kann doch nicht sein, dass ich hier feststecke, oder? Runde? Oh nein, oh nein, oh nein. Ich schaff's nicht. Oh nein. Ich hoffe, ich stecke hier jetzt nicht fest. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Mal schwingen. Ne, das war schlecht geschwungen. Wieder runter. Wieder hoch. Wieder runter. Wieder hoch. Und Absprung. Ja, das war dies. Aber wieso laufe ich denn zurück? Ich muss doch gar nicht. Oder muss ich das doch? Jetzt hänge ich in diesem Gedanken fest, dass ich hier im Spiel festhänge. Also das gefällt mir jetzt gar nicht. Echt kein Plan, was ich hier tun soll. Ich ärgere mich, dass ich da jetzt rübergesprungen bin, aber musste ich das denn? Doch, ah. Gut. Vielleicht bin ich ja doch auf dem richtigen Weg. Ja, mag sein. Ach, hier bin ich hier wieder. Gut. So, bevor es weitergeht, mache ich erstmal einen Schnitt. Ich bin kurz vor 13 Minuten Länge. Sage Tschüss und bis denne.